Heute wollen wir mal ein etwas ernsteres Thema behandeln. Ich hatte letztens eine Debatte darüber, ob das hier rechts ist. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, klar, die Botschaft ist ja eindeutig, die hört man ja eindeutig raus. Die Erklärung dafür, dass es sich hierbei um ein rechtes Liedgut handeln würde, wurde damit begründet, dass dieses Album bei einem Label erschienen sei, was auch Bands veröffentlicht hätte, die mit dem rechten Rand assoziiert werden könnten. Nach dieser Logik wären Dimmu Borgir aber allerdings auch rechts, denn For All Tid, das Debütalbum von Dimmu Borgir, erschien beim selben Label. Nun, und da warf sich mir die Frage auf, ist es vielleicht möglich, dass wir hier in Deutschland bei der Debatte, was im Metal rechts ist, beziehungsweise bei all den Dingen, die man so hört, ja, Metal ist rechts, beziehungsweise es gibt so viele rechte Metalheads, vielleicht etwas zu vorschnell reagieren, beziehungsweise mit diesem bekannten Deutschen nichts sehen, nichts hören, nichts wissen und ja, nicht irgendwo anstoßen, reagieren wollen. Und ja, damit beschäftigen wir uns heute und richtet euch darauf ein, das Video wird mal wieder Überlänge haben. Es tut mir ja sehr leid, ich kriege das einfach nicht hin, so wenig Inhalt in meine Videos zu packen. Tut mir ja leid. Also wenn ihr qualitätslose Videos haben wollt, könnt ihr ja woanders hingehen. So, wir fangen dann mal an. Wenn man an rechte Metalbands denkt, da fallen einem sofort die Idioten von Absurd ein. Das ist natürlich absurd, denn es... was für ein Wortspiel. Ja, denn es gibt natürlich auch sehr viele andere Bands, die diesem Genre zugeordnet werden können. Allerdings ist das nur eine derer, die besonders spektakulär berühmt geworden sind. Betrachtet man jetzt das bekannteste Lied von Nordglanz mit dem Titel Als die alten Jungen noch waren, dann fragt man sich unwillkürlich, wo verläuft denn jetzt eigentlich die Trennung zwischen Pagan Metal und wie vom Bandleader Norbert Noletta selbst bezeichneter Stil Thulian Nationalistic Black Metal, beziehungsweise natürlich auch NSBM und normalen Black Metal. Und in der Tat sind diese Übergänge meistens sehr fließend. Deswegen ist auch die Unterscheidung manchmal nicht einfach so durch normales Hinblicken oder Hinhören sofort erkennbar. Es ist ja leider aufgrund der Geschichte des Dritten Reiches bzw. des irrsinnigen Kultes, den Himmler damals entfachte, wenig des germanischen Brauchtums, der germanischen Symbolik, der Geschichten, Heldenmythen bzw. der Geschichte an sich unbefleckt bzw. verwendbar, ohne dass gleich negative Assoziationen entstehen. Genauso wie Augustus Caesar damals wollte, dass man Troja als Ursprung seiner Linie sah, wollte man natürlich auch im Dritten Reich irgendeine irrsinnige Rechtfertigung für den Machtanspruch finden. Und der wurde natürlich besonders gut durch die in den Mythen sehr heldenhaften, kriegerischen und natürlich auch am Ort verwurzelten Germanen gedeckt. Pagan Metal sowie politisch als auch unpolitisch haben natürlich einige Dinge gemeinsam. Also da wären auf einer Seite die germanischen Sagen, die germanische Geschichte, die germanischen Legenden, zu denen man sich gerne zurückbesinnt. Dann gewisse Symboliken, Runen, die in beiden Strömungen, ob politisch oder unpolitisch, verwendet werden. Und auch diese Sehnsucht nach den alten Tagen, die natürlich glorifiziert überliefert worden ist. Wie das so mit dem Lauf der Geschichte ist, diese gewisse Sehnsucht nach dieser Zeit und einem Zeitalter der Ehre, sag ich mal. Das ist so ein bisschen eine Thematik, in der sich beides überschneidet. Und natürlich wird in beiden Richtungen das Christentum kategorisch abgelehnt. Der Unterschied zwischen beiden ist jetzt folgender. Es werden oft verfassungsfeindliche Symboliken benutzt, also nicht nur die, die negativ beeinflusst sind, also direkt Symbole, die verfassungsfeindlich eingestuft sind. Man verbindet die Vergangenheitssucht mit Rassismus, mit Überlegenheitsdenken, Nationalismus, Chauvinismus und ruft oftmals auch zu Gewaltakten auf, unter anderem auch gegen Juden. Und es tritt auch oft auf, dass man diese mythischen Legenden gestalten, Sagen gestalten mit, sag ich mal, Agierenden zu Zeiten des Dritten Reiches verbindet. Also dass man einen Zusammenhang zwischen mythischen antiken Helden und ja, den Soldaten des Dritten Reiches darstellen will, beziehungsweise Würdenträger der damaligen Zeit, wobei wir Würde bitte einklammern. Es ist also gar nicht so einfach,
auf den ersten Blick jetzt wirklich den Unterschied zu erkennen, wo in der Textlichkeit diese Schwelle zwischen diesem ja, normalen Glorifizieren des Alten beziehungsweise dann dem Nationalismus und Rassismus dann wirklich übersprungen wird. Also auf den ersten Blick ist das gar nicht möglich. Das heißt, man muss sich damit wirklich erstmal ein wenig auseinandersetzen und kann nicht sofort aburteilen. Ähnlich ist es auch beim NSBM im Vergleich zum Black Metal. Musikalisch unterscheidet sich normaler Black Metal eigentlich überhaupt nicht vom NSBM. An sich ist es vom Sinngemäßen eher dem einem Rechtsrock-Feld unterzuordnen. Aber von der Spielweise ist es natürlich Black Metal. Das größte Problem ist, warum dieser NSBM, warum nun gerade diese Black Metal in dieser Verbindung mit den rechten Grundgedanken so gut passt, ist ja, weil Black Metal an sich in dieses Konzept passt. Es ist ja dieses Morbide, dieser Fetisch des militärischen Menschenhass, Massenmord, sag ich mal. Also ganz viele böse Gedanken, die da aufgeworfen werden, Satanismus, der eine düstere und menschenfeindliche Atmosphäre an sich schon bildet. Und der Unterschied zwischen normalem Black Metal und NSBM ist, dass im NSBM dieses Ariertum ein ganz wichtiges Thema ist und Arier als und der Satanismus, der halt im normalen Black Metal hochgelebt werden, also den man im normalen Black Metal hochlebt, der wird als kulturelle Grundlage für das Ariertum dargestellt. Dann ist da die Glorifizierung der Wehrmacht, des gesamten Dritten Reiches. Der Holocaust wird nicht nur geleugnet, sondern glorifiziert. Also ganz menschenverachtend in Beziehung auf solche Tabuthemen wie Massenvernichtung und Endkampf und so ein Zeug. Dann Glorifizierung von Nazi-Größen. Und wenn man dann zwischendurch immer mal einen Sieg Heil da drin hört, dann ist es eigentlich schon ganz deutlich, was man damit darstellen möchte. Also anhand der Texte ist der Unterschied im Black Metal dann schon etwas mehr zu entdecken als vielleicht im Pagan Metal sogar noch. Und die Leute an sich kann man eigentlich auch ganz gut erkennen. Da sind dann nicht nur diese ganz normalen eisernen Kreuze, sondern dann auch mal ein paar Symboliken oder Embleme, die man so in Deutschland nicht mehr alt. Was ich mit diesem Video bezwecken will, ist Folgendes. Wie wir sicherlich gerade gesehen haben, ist es nicht einfach, rechtes und normales Liedgut immer hundertprozentig voneinander zu trennen, wenn man sich damit nicht genau beschäftigt. Manchmal kann man solche Dinge, die auf den ersten Blick, sag ich mal, als rechts gelten würden, als Aktreimer Provokation betrachten können. Nehmen wir mal nur das Slayer-Logo mit dieser SS-Rune. Was ich mit diesem Video erreichen will, ist euch zu zeigen, dass es schwierig ist, wirklich zu unterscheiden, ob eine Band jetzt rechts ist, beziehungsweise einfach nur eine ganz normale Pagan-Band. Man darf nicht einfach urteilen, nur weil man irgendwelche Runen sieht oder irgendwelche Symbole und dann gleich denkt, rechte Kunden. Nein, man muss sich damit auseinandersetzen, bevor man sich ein Urteil erlauben darf. Und auf keinen Fall ist es eine bedeutende Prozentzahl im Pagan bzw. Black Metal, der wirklich eine faschistische, nationalistische oder fremdenfeindliche Einstellung hat bzw. politisch irgendetwas darstellen möchte. Der beste Freund ist jetzt auch nicht gleich Nazi, weil er musikalisch ein Lied einer etwas fragwürdigen Band gut findet, ohne jetzt mit dem Text einverstanden zu sein. Und seien wir mal ehrlich, wie viele Bands singen einfach nur kompletten Bullshit in ihren Liedern, den man auch generell humanistisch als eher fragwürdig einschätzen könnte. Was mir allerdings wirklich richtig aufstößt, ist die Tatsache, dass es momentan eine Entwicklung gibt, die ja diesem rechten populistischen Gedankengut eine ziemlich große Öffentlichkeit zu geben scheint. Wie man ja an Bands wie Freiwild sieht, kann man durch Musik tatsächlich unterschwellig gewisse politische Einstellungen und Vorstellungen, einen gewissen Wertehorizont schaffen und eine breite Öffentlichkeit erreichen, die das auch wirklich gut findet. Und das ist ein bisschen gefährlich. Man sieht jetzt zum Beispiel mit dieser ganzen Geschichte mit Wacken und mit dieser Seite, auf der dann NSBM Bands oder so glorifiziert wurden, dass es da doch eine breite Mehrheit gibt,
Allerdings, ehe man jetzt ein eher düsteres Bild der Zukunft zeichnet, ich schätze das persönlich wie folgt ein, dass das ein bisschen so mit dem Image zusammenhängt, dass NSBM diese, sag ich mal, verbotenen Sachen einen gewissen Reiz auswirken. Also ich denke mal, dass du, der da mit deinen 15 Jahren mit dem Absurd-T-Shirt da hinter der Kamera, also hinter dem Bildschirm, für mich hinter der Kamera sitzt, dass du das T-Shirt anhast, nicht weil du unbedingt jetzt der größte Neonazi bist, sondern weil du einfach mal evil sein willst. Das ist dir vielleicht jetzt noch nicht klar, aber in ein paar Jahren wird dir das klar sein. Also ich denke nicht, dass jeder, der heutzutage NSBM hört, auch wirklich rechts ist. Es ist irgendwie so ein bisschen dieses Verruchte und dieses Verbotene. Das muss man bei der Betrachtung sicherlich auch mit einbeziehen. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass NSBM die ganze Szene harmlos ist, beziehungsweise politisch nicht so als das betrachtet werden sollte, was es ist, nämlich als glattes Neonazitum. Und ich bin der Meinung, wenn du wirklich von diesen Gedanken, von dieser politischen Einstellung, wenn du das wirklich vertrittst, dann ist das dein Ding. Ich bin absolut gegen jeglichen politischen und geistlichen Extremismus. Das weiß ich alles klar von mir. Es gibt aber auch andere Leute, die da echt Probleme damit haben, und werdet ihr euch einig, kloppt euch meinetwegen, ist nicht mein Ding. Gutheißen tue ich es auf jeden Fall nicht. Und ich bin jedenfalls der Meinung, dass wenn du das wirklich gut findest, dass du das vertreten sollst, sag deine Meinung meineswegen, dass wir sind ein freies Land und dafür ist die Meinungsfreiheit da, man soll seine Meinung klar ausdrücken dürfen, dafür bin ich auch völlig, egal welche Meinung das ist, nur habe ich dann eine Bitte, bezeichne dich nicht als Metalhead, sondern als Neonazi, der du dann bist. Weil Metal ist eine unpolitische Musikrichtung, mit der man Emotionen darstellt und nicht mit der man politische Ambitionen verdeutlichen möchte. Das hat im Metal absolut nichts zu tun. Dementsprechend gibt es auch viele, die NSBM außerhalb der Metal-Szene hören, die es halt als rechte Musik aufnehmen. Es ist nicht unbedingt jetzt ein Stil wie Melodic Death Metal, sondern eine Unterart von Rechtsrock. Auch wenn es im Stil des Black Metals gespielt wird. Und das muss auf jeden Fall betrachtet werden. Nun, ich denke, ich habe meine Meinung dazu eindeutig dargestellt. Und ich hoffe, dass die vielen, die nicht ganz so, sage ich mal, von der politischen Idee unterwandert sind, noch zurück mögen, finden mögen zum demokratischen Geist. Ansonsten möchte ich, also freue ich mich, wenn ich mit dem Video vielleicht nochmal dagegen protestiert habe, dass man Pagan Bands wie Rieger oder so dann doch irgendwie einer solchen Szene zuschustern möchte, die absolut nichts damit zu tun haben, die absolut nur, sage ich mal, ihrem ja, germanischen Brauchtum als Hintergrund ihrer Lieder, beziehungsweise jetzt hier so folkloristisches als Hintergrund ihrer Lieder benutzen, und dass man bei der Unterscheidung wirklich aufpassen soll, weil die Grenzen nicht einfach zu ziehen sind. So, ich bin mir natürlich ganz sicher, dass jetzt hier ganz viele Diskussionen unter diesem Video existieren werden. Ich bin auch sehr gespannt darauf, was ich jetzt lesen werde an Kommentaren. Ich freue mich, dass ihr bis hier durchgehalten habt, und ich bitte euch, ihr wollt das sicherlich auch ernst genommen werden. Das heißt, nicht rumpöbeln, weil das ist einfach nur lächerlich. Keiner nimmt jemanden ernst, der hier wie so ein Idiot darunter irgendwelchen Mist cleart. Also schreibt bitte verständlich und klar, äußert eure Meinung. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin der Dunkle Parabelritter und ich freue mich, dass ihr da wart. Man sieht sich zum nächsten kontrovers diskutierten Video. Vielen Dank.